Einen wunderschönen guten Tag von des Eisensports. Da ist er wieder, der Starkhalte Mann aus dem Internet. Und heute im Vlog-Stil, denn Deutsche Meisterschaft, der Masters ist heute. Und ich versuche meinen Titel zu verteidigen. Das ist starke Konkurrenz am Start auf jeden Fall. Und fünf harte Disziplinen waren bei uns. Das Wetter scheint warm zu sein. 26 Grad soll es heute werden. Aber in der prallen Sonne ist das natürlich gleich nochmal ein bisschen schlimmer. Also wir schauen mal, wie es wird. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Bleibt dran. Also, wie mir das ausgerechnet hat. Ja. Schön, die Athleten bereit, ne? Ja. Schöne Athleten sind auch da, guck. Servus. Und diesmal machen wir nur die Das ist jetzt die schlimmste Phase. Die Einmeldung ist durch. Aber ich werde die nächste jetzt warten, bis losgeht. Ich bin so nervös, jedes Mal. Das ist so schlimm. Ich würde am liebsten 26 warm machen. Auf geht's! Aus den Beinen, Matze! Drück durch! Verdammte Axt! Das geht nicht weiter bei Ihnen. Mal erklären vom Publikum, dass es da ist. Matze hat ein Problem mit dem Ellbogen. Der Hauptkampfrichter sagt, dass viel höher kann er nicht drücken. Der kann den Ellbogen nicht durchdrücken. Aus den Beinen! Vor! Ja, sieht natürlich ein bisschen komisch aus, weil er nicht durchdrücken kann. Da fällt das Werten natürlich sehr, sehr schwer für den Kampfrichter. Was ist jetzt noch in diesem Normbereich? Oh, der andere selbst macht 1,20 Meter hoch. Sehr, sehr stark. Jawohl. Wie viel hast du ihm gegeben, René? Zwei. Er war so gnädig, hat dir zwei gegeben. Und los geht's! So, und ihr seht, wie der Herr Koch das durchdrückt. Zweite. Aber auch der Stefan eine Wiederholung drin, super. Ja, der zieht hier voll durch, der setzt nicht mal auf der Brust ab, der drückt einfach durch. Ganz stark. Stefan holt ein bisschen Luft und macht da noch einen. Ja, und der Kevin zieht hier durch wie eine Maschine. Brutal. Unfassbar. Acht hat er schon im Kasten. Wahnsinn, komm. Das Mal hat er schon geknackt. Und noch ein, komm, Jakob. So, Applaus, Wahnsinn! 8 Wiederholungen, 9 Wiederholungen. So, die erste Disziplin ist rum. Locklift. Zur Auswahl standen 100 oder 120 Kilo. Ich habe natürlich 120 Kilo genommen. Vorbereitet hatte ich mich aber mit 130. Es wurde nochmal alles ein bisschen angepasst. So ist das halt manchmal bei Wettkämpfen. Da muss man durch. Ich habe immerhin noch 9 Stück in die Wertung gebracht. Damit bin ich ziemlich zufrieden. Und mein Konkurrent Markus Frank hat, glaube ich, 4 Stück in die Wertung gebracht und der stärkste zweite Athlet war aus der 105er, der Cimo Pleplinski, der hat 7 Wiederholungen gemacht, 120, das ist wirklich bockstark. Jetzt gucken wir mal, wie die anderen Disziplinen laufen, kommen ja noch ein paar schöne Sachen, vor allem das Kreuzheben bei dem Wetter, die wird heute richtig spaßig, schauen wir mal, bleibt dran. Komm Matze, dann tanze, jawohl, das sieht super aus. Feuert sie an, durchziehen. André, auch weiter noch. Das wird ein ganz knappes Rennen. Der Seltmann zieht vorbei. Jawohl, super. Matze musste leider einmal absetzen. Schade. Aber trotzdem, Applaus, super gemacht. Und los geht's. Ja, und ihr seht, der Kevin Koch. Riesenkraft in der Schuss. Wahnsinn, super schnell. So, jetzt feuern wir den Stefan an. Komm Stefan, durchgehen, das ist das Ziel. Die 20 Meter zu schaffen, jetzt nicht absetzen. Laufen. Nach vorne gucken. Jawohl, super. Beide im Ziel. Das ist die zweite Disziplin war das Yoke Race.
Und das lief sehr, 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 sehr gut. Leute, eine neue Bestzeit. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Also unter 10 Sekunden war ja eigentlich für mich schon gesetzt und Pflicht. Habe ich ja beim letzten Yoke Race hier auch gemacht. Da waren es, glaube ich, 9,8, 9,9 Sekunden. Ich habe jetzt 9,42 Sekunden mit 300 Kilo gebraucht. Das war ein perfekter Lauf. Ich bin mega happy. Also ist jetzt der zweite Disziplinsieg von 5 Disziplinen. So muss das weitergehen. So muss das weitergehen. Also da hat sich die Vorbereitung doch auf jeden Fall beim Yoke und beim Lock gelohnt. Jetzt heißt es, den Rest auch noch so gut durchziehen. Also drückt mir die Daumen und bleibt weiterhin schön dran. Und an dieser Stelle noch ganz kurz der Hinweis. Besucht doch mal meine Freunde von God's Rage oder dem Strength Shop. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und auch für das Brocken Merch findet ihr den ebenfalls dort unten. Also vielen, vielen Dank für euren Support. Denn auch ihr habt einen großen Anteil daran, dass das alles hier möglich ist. Und wisst ihr, was ich immer wieder vergesse? Genau, abonnieren, liken, kommentieren. Vielen Dank. Die Göttergattin war noch gar nicht im Video. Schmeckt's? Was isst du da? Eichhörnchenfutter. Lecker. Und da drüben wird gerade für Weight over Height, aufgebaut. Ja, die Höhe ist gut, lasst so. Nochmal, war nicht drüber. Auf geht's, alter Seebär. Jawohl! So, weiter, komm! Weiter! Ja! Ja! Knapp aber drüber! Konzentrier dich, Matze, komm, geh drüber! Schön Schwung holen! Hepp, hepp, hepp! Jawohl! So, jetzt hast du noch, komm! Du hast noch 30 Sekunden, warte, warte! Sammel jetzt nochmal alle Kräfte! Schön durchatmen, hast alles gleich gewillt. Und jetzt rüber das Ding, das muss jetzt sitzen. Alle hopp! Ja, das geht die Höhe, hört doch auf. Oh. 18 Kilo, ja, natürlich eine brutale Rückenkraft. Oh. Jawohl. 20 Kilo, ja! Und dann muss halt passen, dass halt auch rüber geht. Die Höhe ist voll da. Ja, 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 super. Und jetzt kommt der Schwere mit 24. Und dann ist er da durch. Und rüber, rüber, rüber. Jawohl. Knapp, aber drüber. Klasse gemacht. Als dritte Disziplin gab es Weight over Height. 18, 20, 20 und 24 Kilo Säcke müssten über 4 Meter geworfen werden. Ich habe das Ganze in 25,78 Sekunden geschafft und war damit knapp 0,4 Sekunden schneller als mein Kontrahent. Das waren sehr, sehr wichtige Punkte und gut, dass das so gut gelaufen ist. Ich glaube, ein bisschen langsamer als letztes Jahr, dafür lagen diesmal auch die Säcke weiter weg. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von der Disziplin. Jetzt gibt es noch Kreuzheben und Tireflip und dann schauen wir mal, wie das läuft. Für alle Powerlifter, die jetzt immer jammern, dass der Aufwärmbereich nicht genug Plattform und so weiter bereithält, so wärmen sich Strongman auf. Und eine Handel für alle. Und das irgendwo hinter einem Anhänger oder hinter einem Zelt und dann wird das gemacht. Dann gehe ich mal jede Wette ein. Der Master. Auf geht's. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Wie eine Maschine. Sechs. Sieben. Also, komm, versuch die 10 voll zu machen. Und acht. Feuer die an. 20 Sekunden haben wir noch. Alles rein, Kevin, komm. Und 9, 9, 9, hoch, hoch. 8 Sekunden noch. 7, 6, zieh an, Junge. Los, zieh durch. Jo. Aber sehr, sehr stark. 9 Wiederholungen mit 265 Kilo. Und das als Master. Das heißt, über 40 Jahre alt. Ganz starke Leistung.
Beim Kreuzheben waren Markus Frank und ich nur zu zweit. Ich musste anfangen, also vorlegen, sehr ungünstig für mich, weil ich ja beim letzten Mal, also letztes Jahr, schon eine Treppe weniger gemacht habe als er. Diesmal hatten wir auch eine Deadlift-Bar, also keine Stiff-Bar wie letztes Jahr. Für mich ziemlich ungewohnt. Habt ihr ja schon mal in dem einen oder anderen Video gesehen. Naja, es lief trotzdem gut. 9 Stück sind es geworden als 4. Disziplin. Eine respektable Leistung. Markus Franke hat erwartungsgemäß eine Rap mehr gemacht als ich. Das war abzusehen schade, aber gut, trotzdem nicht zu viel Boden verloren. Ja, so, wir bringen den Reifen in Startposition. Die Helfer bitte auf die Fläche. Alle Athleten bitte runter, außer Matthew, das ist der Erste. So, Kevin Koch ist bereit. Auf die Plätze! Und der Salvatore dann. Da ist der Startleben entschieden. Kevin Koch, wie gesagt, ein übelst brutaler Bankdrücker. Bestleistung von 300 Kilo Bankdrücken im Monster. Auch die anderen Sachen kann er gut, Liebe und Kreuze. Und natürlich auch, ist er im Stammensport. War ja auch schon deutscher Mastersmeister und er zieht hier seine Bahn. Wie eine Maschine, ohne Probleme. Ja, die nächstes Mal wieder hinstellen. Und dann hat er gesagt vorhin, die Gewichte können ruhig ein bisschen schwerer werden. Da werden sich die anderen Masters-Athleten aber freuen. Da freuen sich alle sehr. Du bleibst so lange hier, bis du ganz alleine startest. Ja. Ja, und der Kevin hat seinen Titel erfolgreich verteidigt. Ja! Und ja wieder auf dem ersten Platz. Das ist Schummel! Was ist Schummel? Machen wir mit dem Schummel. Was? Ha, das kennst du nicht mehr. Applaus, Applaus. So, machen wir mal. V-Flip ist die letzte Disziplin gewesen. 6 Flips mit einem 350 Kilo Reifen. Ja, nicht gerade meine beste Disziplin, aber heute lief es ziemlich gut. Ich glaube, ich war knapp über 30 Sekunden für die 6 Flips und keinen großen Fehler drin gehabt. Es ging flüssig durch. Also für mich und für diese Disziplin war das sehr, sehr gut. Also ich bin echt happy. Also der ganze Wettkampf heute lief sehr gut. Klar, ich habe jetzt beim Lock eine Rep weniger gemacht als letztes Jahr mit 125. Gut, war jetzt auch nicht so wichtig, gerade keinen Rekord zu holen. Ich habe beim Kreuzheben eine Rep weniger gemacht. Ja, okay, andere Stange und so weiter. Trotzdem 9 mal 265 an einem Tag mit fast 30 Grad in der prallen Sonne. Und als 4. Disziplin ist das auch noch okay. Wie gesagt, auch mein Beinbizeps, der linke, hat ja gesagt, habe ich vorhin schon erzählt, zwickte ja auch noch ein bisschen. Okay, so what? Aber im Großen und Ganzen, mega guter Wettkampf. Ich ziehe mal ganz kurz meine Frau mit dir her. Komm mal her. Denn die war heute mit. Die hat nämlich alle Sachen ganz schön gefilmt. Wie fandst du denn heute den Wettkampf? Jo, war schön. Als wäre man dabei gewesen. Und wieder rausschleicht aus dem Bild. Nein, also es war wirklich ein schöner Wettkampf, wieder gut organisiert. Leider publikumstechnisch etwas wenig. Jetzt albert sie doch noch rum. Und ja, leider ein paar Konkurrenten nicht erschienen. Also Teilnehmerfeld nicht ganz so groß wie erwartet. Trotzdem, mein stärkster Konkurrent war da. Von daher war es ein mega guter Wettkampf für uns beide. Es hat verdammt viel Spaß gemacht. Und ich darf mich jetzt erfolgreich zum dritten Mal stärkster Mann Deutschlands über 40 nennen. Also von daher alles richtig gemacht, würde ich sagen. Mal gucken, wenn ich die Ergebnisliste habe, werde ich die noch hier hinten als Bild mit dranhängen. Dann könnt ihr euch die Punktzahlen und das nochmal alles genauer angucken. Falls ich irgendwas durcheinander gebracht habe, das ist im Wettkampfgeschehen manchmal ein bisschen schwierig. Ja, aber damit wir dann alles korrekt haben, packe ich das hier als Screen mit rein. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß beim Sport. Ich habe gerade voll genuschelt, aber das macht nichts. Bleibt gesund und schaut weiter in meine Videos. Liken, abonnieren, Glocke drücken. Bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll.